Hallo, heute wollte ich mal gerne so ein kleines Lebenszeichen von mir geben, so eine Art Live-Update, um euch einfach zu erzählen, wie es mir gerade so geht, denn die Frage bekomme ich immer wieder gestellt. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, sehen halt auch immer wieder so ein paar Ausschnitte aus meinem Alltag, natürlich nicht 24 Stunden am Tag, sondern einfach nur so ein paar Momente, die für mich sehr schön sind, aber vielleicht auch die Momente, die nicht ganz so schön sind, wie die schlaflosen Nächte, die wir zahlreich in der letzten Zeit hatten. Also ihr könnt mir da gern folgen, falls ihr es noch nicht macht. Ja, genau, heute ist sogar ein relativ besonderer Tag, denn heute vor einem Jahr hat sich das Leben einfach von mir komplett verändert. Also heute war nicht der Geburtstag meines Sohnes, nein, der ist nämlich erst am 16. Mai. Heute vor einem Jahr, am 4. Mai, war es so, dass ich wusste, dass meine Wunschvorstellung, mein Traum, eine Familie zu gründen, einfach komplett geplatzt ist. Einfach weil sich da eine gewisse Person gegen mich entschieden hat und gegen dieses weitere Leben mit mir in Gemeinsamkeit mit dem gemeinsamen Kind. War für mich natürlich, als wäre die Welt untergegangen. Das muss man natürlich auch erstmal verkraften. Ich war zu dem Zeitpunkt der 39. Schwangerschaftswoche, also eigentlich mit meinen Gedanken beim Thema Geburt und oh Gott, wie stehe ich das durch? Ich weiß gar nicht, wie sich dieser Schmerz anfühlt. Werde ich das überleben? Und so weiter und so fort. Also da habe ich natürlich eigentlich 20.000 andere Fragen in meinem Kopf. Aber gleichzeitig war meine Lebenssituation zu dem Zeitpunkt auch schon sehr verzwickt, weil ich diverse Fragen hatte, auf die ich keine Antworten bekommen habe. Und an diesem Tag vor einem Jahr war die Antwort ganz klar. Ich habe allerdings noch irgendwie dran festgehalten und versucht, innerlich das nicht wahrhaben zu wollen. Aber die Zeit ist dann verflogen und es hat sich leider ja so entwickelt, wie es sich entwickelt hat. Und letzten Endes, ja, sitze ich hier alleine, weil mein Sohn gerade schläft. Dennoch bin ich alleinerziehend. Meine Gefühle wurden verletzt und das war unglaublich hart. Ich habe das alles gut überstanden. Mein Körper hat gesagt, ja, cool, hast du gut hinbekommen, kannst stolz auf dich sein. Aber mein Kopf hat gesagt, ja, okay, hier ist vorbei, du kannst nicht mehr. Was für einen Sinn hat das Leben noch? Wo willst du überhaupt hin? Wie geht's weiter? Und so weiter und so fort. Ja, der Sinn meines Lebens lag dann eigentlich auch 24 Stunden in meinem Arm. Das war dann nämlich mein kleiner Sohn, der mir gezeigt hat, dass das die Realität ist, dass das hier die Gegenwart ist, dass ich trotz allem, trotz meiner Gefühle, die ich empfunden habe, die grauenhaft, die da unten im Keller waren, trotzdem musste ich 100% geben. Und ich war immer da. Immer da, weil ich wusste, ohne mich kann er nicht. Ich wurde gebraucht. Und das war die allergrößte Hoffnung, die ich hatte, denn ich würde behaupten, wenn mein Sohn nicht gewesen wäre, dann würde hier jetzt vor der Kamera wahrscheinlich nicht so eine freudestrahlende Jackie sitzen. Also ich glaube, dann würde hier so eine junge Frau sitzen, die einfach komplett fertig ist mit ihrem Leben. Wer weiß, also das sage ich jetzt einfach so, vielleicht wäre es auch ganz anders, man weiß es ja nicht. Aber trotzdem ist es für mich nicht einfach gewesen und der einzige Lichtblick war einfach mein Kind. Und natürlich auch ganz viele andere Menschen, die mir in dieser ganzen Zeit so wahnsinnig den Rücken gestärkt haben und das ist super wichtig. Wenn man so ganz alleine ist, wenn man vielleicht irgendwie aufgrund von Job und sowas in einer anderen Stadt wohnt und Familie nicht unbedingt um sich hat und vielleicht auch nur so mehr oder weniger Bekannte hat oder ich weiß nicht, sowas gibt es ja auch, ne? Es gibt ja diverse Geschichten, Schicksale und und. Also, das ist schon hart. Allerdings kann ich mich glücklich schätzen und bin auch sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass ich eine riesengroße Familie habe, dass ich wunderwundervolle, liebevolle Eltern habe, dass ich eine Schwester habe, die die allerbeste Tante der Welt ist und natürlich auch meine Eltern sind die besten Großeltern für meinen Sohn, die man sich so vorstellen kann. Und wahnsinnig tolle Freunde habe ich hier um mich, die immer für mich da waren und auch immer noch sind, immer ein offenes Ohr hatten, immer mit mir reden konnten. Und da komme ich auch gleich zu dem Stichpunkt. Reden, reden, reden ist wahnsinnig wichtig in dieser Zeit für mich gewesen. Denn das war irgendwie so meine Art Eigentherapie. Also ich habe viel geredet über alles Mögliche, was in meinem Kopf so los war. Denn ich glaube, es ist nicht gut, sich alles in sich hineinzufressen. Und gerade ich bin ein sehr offener, kommunikativer Mensch und ja, tausche mich auch gerne aus. Und deswegen war es mir besonders wichtig, mich mit meinen Freunden, mit meiner Familie auszutauschen. Und ja, da bin ich auch einfach
so dankbar. Ich bin dankbar, dankbar, dankbar. Ich kann das gar nicht oft genug sagen, weil es wirklich nicht selbstverständlich ist. Also ich weiß es sehr, sehr, sehr zu schätzen. Ja, die haben sich wirklich ganz viele Gedanken gemacht, haben immer gefragt, ob ich irgendwas brauche, ob sie mir was Gutes tun können. Und ja, das ist echt schön gewesen. Also ich bin da wirklich durch so eine Achterbahnfahrt der Gefühle gegangen. Mal ging es mir super gut, dann ging es mir wieder richtig schlecht. Und das war manchmal auch so Tageszeiten abhängig. Morgens war für mich Katastrophe, abends auch und dazwischen irgendwie ja mal hin und her. Also man kann es gar nicht so richtig in Worte fassen. Dieses ganze Thema Alleinerziehend sein hätte ich natürlich niemals für möglich gehalten, dass es mich trifft und dass ich damit irgendwie umgehen muss. Aber letzten Endes war es so, ne? Also ich hatte ja einfach keine Wahl. Ich hätte mir ja jetzt einfach nicht irgendwie einen Mann backen können, der mir an der Seite steht und mir sagt, wie toll ich bin und so. Weil das war natürlich auch so ein Punkt, der einem schwerfällt. Natürlich habe ich eine tolle Familie und Freunde und die lieben mich auch alle, denke ich. Aber das ist natürlich nochmal eine ganz andere Liebe, wenn man in einer Beziehung ist und ein gemeinsames Kind hat. Und ich möchte natürlich nicht alles und jeden in eine Schublade stecken. Also ich möchte nicht sagen, dass wenn man alleinerziehend ist, nicht glücklich sein kann alleine. Aber ich möchte auch nicht unbedingt sagen, dass man super duper glücklich ist, nur wenn man eine Beziehung führt und ein gemeinsames Kind hat. Ich meine, das kann ja genauso gut eine riesengroße Herausforderung sein, gerade im allerersten Jahr, wenn man erstmal damit umgehen und lernen muss, ein gemeinsames Kind zu haben. Und diese Umstellung ist wahrscheinlich auch nicht einfach. Das Ganze habe ich natürlich nicht durchlebt, weil ich hatte das ja von Anfang an nicht. Deswegen sehe ich das als eine weitere Herausforderung, ja, wenn ich in einer neuen Beziehung bin, dass das vielleicht nicht unbedingt einfach wird, aber es ist ja alles machbar und es ist alles möglich. Und deswegen blicke ich da auch sehr positiv entgegen. Also es gibt viele Vor- und Nachteile im Alleinerziehendsein. Also ein Vorteil ist auf jeden Fall, man muss sich mit niemandem auseinandersetzen, wie die Erziehung des Kindes irgendwie vollzogen wird. Natürlich habe ich hier meine Verwandten, die mir immer ganz liebevolle Ratschläge geben, die ich vielleicht nicht unbedingt immer alles so gut heiße, weil ich letzten Endes natürlich auch selber für mich einen Weg und eine Entscheidung treffen möchte, mein Kind so und so zu erziehen. Natürlich nehme ich auch manches zu Herzen, manches wiederum allerdings nicht. Ja, das ist halt auch so ein Punkt. Ich muss mich mit niemandem auseinandersetzen. Ich habe hier mit meinem Sohn meine Routine gefunden nach 12 Monaten. Wir stehen morgens auf, wir kuscheln, wir ziehen uns an, wir machen Sport und so weiter und so fort. Also wir haben da einfach schon so einen Rhythmus und das fühlt sich gut an. Natürlich wird der Rhythmus irgendwann dann auch anders, wenn ich wieder arbeite und wenn der Kleine in die Krippe geht. Also das wird dann alles ein bisschen anders, aber hoffentlich natürlich nicht schlecht. Da muss man sich dann auch wieder dran gewöhnen, ist ja ganz klar. Ne? Neue Strukturen sind immer aufwühlend, auch für so kleine Kinder. Genau, und ein Nachteil ist auf jeden Fall der Punkt, dass man wenig Auszeit hat, auf sich gestellt ist. Zum Beispiel abends ist man vielleicht selber schon so ein bisschen voll müde und kaputt vom Tag. Dann ist der Sohn oder die Tochter ganz quengelig und dann muss man sich irgendwie um das Kind kümmern, aber gleichzeitig muss man auch noch kochen und vielleicht auch noch mal kurz die Wäsche aus der Waschmaschine holen und. Also es sind so Kleinigkeiten, die einen dann vielleicht auch vor Herausforderungen stellen, die sehr, sehr, sehr schwer sind, in der Situation alleine umzusetzen. Ne? Da ist halt auch niemand, der sagt, okay, komm, ich nehme den Kleinen jetzt ab, ich bringe ihn zum Schlafen, du kannst ganz entspannt vielleicht irgendwie mal eine Runde duschen gehen oder ganz in Ruhe kochen. Nein, also ich muss es wirklich so managen, dass ich meinen Sohn zum Schlafen bringe. Irgendwann, ja, habe ich es dann mal geschafft und koche mir was und so. Also es ist halt schon schwierig, ne? Und dann halt auch einfach diesen Alltag. Es klingt so banal, wenn ich sage, dass es mir schwer manchmal fällt, allein die Spülmaschine auszuräumen oder Wäsche in den Keller, in den Waschkeller zu bringen, ist auch eine große Herausforderung. Mein Sohn wiegt mittlerweile 10 Kilo, er kann noch nicht gehen, er kann nur krabbeln. Mit der Trage, okay, das ist vielleicht schon eine Option, aber ja, es gibt so Dinge, da ist man dann auch eingeschränkt. Wie gesagt, das beziehe ich jetzt nicht nur auf Alleinerziehende, also allgemein jede Mama, jeder Papa oder was weiß ich, der irgendwie in einer Situation ist, alleine mit dem Kind und sowas, ist manchmal nicht so einfach, ne? Ich meine, wem sage ich das, ne? Kinder sind trubelig, Kinder sind wild und werden immer größer, wollen immer mehr Aufmerksamkeit. Vielleicht kommt irgendwann der Punkt, wo sie nicht mehr so viel Aufmerksamkeit wollen, aber gerade jetzt in dem Alter, wo sie immer mehr dazu lernen, ja, dann ist das so, ne? Dann hängt da so ein kleiner Mann und wir am liebsten auf den Arm, aber Mama wäscht gerade ab oder was weiß ich, ne? Also
Ich glaube, zu diesem Thema könnte ich echt 100 Jahre reden und wäre immer noch nicht zufrieden, weil es gibt echt viel dazu zu sagen, zu diesen ganzen Vor- und Nachteilen in der Betreuung und vor allem auch des Alleinerziehendseins. Genau, aber im Großen und Ganzen bin ich glücklich und wahnsinnig stolz, dass ich es halt, wie gesagt, bis zu diesem Punkt jetzt heute geschafft habe. Und ich kann auch voller Stolz und Freude sagen, dass es mir ganz gut geht und dass ich mich mittlerweile auch besser fühle. Also es ist wirklich so ein Prozess gewesen. Und alle Bekannten, die ich jetzt so kennengelernt habe, alle haben immer gesagt, ja, es wird besser, glaubt mir, es wird gut. Und ja, es wurde gut, es wurde richtig gut. Ich glaube, es muss noch einiges an Zeit vergehen, bis ich sagen kann, okay, diese Wunde, die da entstanden ist, die blutet nicht mehr. Ja, trotzdem ist es eine Sache, die ich nicht einfach so vergessen kann. Definitiv nicht. Also ich denke, da wartet was ganz, ganz Tolles auf mich. Also in den nächsten 10 Jahren sehe ich mich schon in einer Partnerschaft, wo ich einen Mann an meiner Seite habe, der mich zu schätzen weiß, mit all meinen Ecken, Macken und Kanten, und jemanden, den ich an meiner Seite habe, der offen ist, der mit mir über alles redet, der seine Gefühle mir äußert, seine Bedenken, dass man da einfach auf einer Ebene ist und dass ich hoffentlich auch noch weitere Kinder haben werde. Das ist für mich auch so ein Punkt, den ich mir auf jeden Fall noch in meinem Leben erfüllen möchte. Es ist für mich ganz klar gewesen, auch schon kurz nach der Geburt meines Sohnes, dieses Gefühl, dieses Erlebnis eines neuen Lebens möchte ich alles nochmal empfinden. Vielleicht auch ein oder zwei oder vielleicht drei, wer weiß, weitere Male. Weil ich glaube, ich bin ein sehr liebender Mensch, ein sehr herzlicher Mensch, und das möchte ich auch gerne weiteren kleinen Wesen auf dieser Welt übermitteln. Wie gesagt, ich würde mich einfach freuen, wenn dann da dieser eine Mann ist, der das Ganze mit mir teilt. Genau. Ja, aber ich blicke sehr, sehr positiv in die Zukunft. Ich freue mich auf alles, was kommt, und ich glaube, ich werde niemals der Mensch sein, der irgendwie gar keinen Sinn im Leben mehr sieht. Ich glaube, ich werde immer ein Mensch sein, der voller Hoffnung, voller Positivität ist, voller Harmonie. Mal gucken, was daraus wird. Das Leben ist so, wie es ist. Manchmal muss man halt einfach nochmal neu träumen. Ja, nicht jeder Traum geht in Erfüllung. Das hat mir auf jeden Fall die letzten 12 Monate gezeigt. Man kann halt an dieses für immer nicht festhalten, wie auch eine meiner Freundinnen immer sagt. Ja, ich glaube, ich bin auf jeden Fall sehr realistisch geworden, was mein Leben angeht. Also ich habe nicht mehr so viele Erwartungen und ich plane nicht mehr so viel im Voraus und habe auch nicht so viele Zukunftswünsche. Ich bin schon jemand, der versucht, in der Gegenwart zu bleiben. An dieser Stelle hoffe ich, dass euch dieses Video irgendwie gefallen hat, so ein bisschen zu hören, wie es mir gerade geht, wie ich empfinde, wie ich fühle. Und ja, mein Sohn wird in wenigen Tagen 1 Jahr alt. Unglaublich. Und ich plane gerade noch einige Sachen. Vielleicht kommt hier auch nochmal so ein süßes kleines Erinnerungsvideo online. Mal schauen, wie ich es schaffe. Ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Zuhören vor allem. Und wünsche an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.